der wichtigste Punkt ist einfach, dass man die Dinge auf den Grund gehen kann. Das heißt, man kann schauen, wie funktionieren eigentlich Dinge. Ich habe angefangen, Physik zu studieren, weil man damit eigentlich alles machen kann. Also es fängt an natürlich von Forschung, es geht bis zur Industrie, wo man auch in der Forschung arbeiten kann, in der Entwicklung von Geräten. Es geht aber auch zu Bereichen wie Unternehmensberatung, Finanzberatung. Also es ist wirklich extrem breit und man kann wahnsinnig viel damit machen. Der Diplomarbeit und so langsam merkst du halt, du hältst Vorträge, unterhältst dich mit Leuten und so, wirst irgendwie auch ernst genommen als Wissenschaftlerin. Also Paper schreiben ist einfach ein sehr wichtiger Teil der wissenschaftlichen Arbeit. Das ist auch ganz schön für mich, weil ich jetzt am Ende meiner Doktorarbeit bin und das heißt, die ganzen Messungen, die ich gemacht habe, kann ich jetzt so ein bisschen zusammentragen. Dass ich hier mit ganz vielen motivierten und kreativen Leuten zusammenarbeiten kann. Das fängt an von Diplomanden, Bachelorstudenten, Masterstudenten, also die sind echt mit dabei. Also zum Beispiel in der Quantenoptik oder in der Umweltphysik sehr unterschiedlich ist, was den Frauenanteil angeht. Also in der Quantenoptik sind es eher weniger Frauen, hier in der Umweltphysik sind es bestimmt so 30%. Man muss aber auch dazu sagen, dass es gar nicht so viel drauf ankommt, wie viele Frauen jetzt da sind, wie viele Männer, sondern einfach wie das Umfeld insgesamt ist. Also danach sollte man ganz stark schauen.